und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bloodborne. Wie ihr gesehen habt, wir sind drüber. Yay, wir sind auf der anderen Seite. Juhu, wir haben es endlich geschafft, drüber zu kommen und bin gespannt, was wir hier finden. Blutige Botenkopfbandage. Wieder was für unseren Boten. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat. Naja, nicht wirklich, aber okay. Wir haben eine neue Sache für unsere Boten. Und das ist doch ganz nett, nicht wahr? Accessoire, das naive Boten verehren und das die Bandagen der Opfern der Plage imitiert. Ihre Bedeutung kennen sie nicht. Die Blutspritzer verleihen eine besondere Note. Die Einwohner des Stumpfes scheinen ein Interesse an Verzierungen zu haben. Warum sollten sie nicht glücklich sein? Feiernd wie Kinder. So, wir sind mal wieder oben. Und jetzt können wir natürlich in Ruhe runtergehen. Ich habe unten ein bisschen aufgeräumt. Ich habe auch jede Menge Blutfiolen gesammelt. Und das soll jetzt immer wieder für eine Zeit reichen. Ja, wir sind unten. So, da können wir weiterlatschen. Ja, das sollte eigentlich auch vom Level her wieder für einen Level reichen. Yes, it's Ney, Maria und Josef. Und, Entschuldigung. Und, wir gehen auch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind. Die Freunde hier, unsere Werwölfe, sind natürlich schon tot. Bis auf einen und den gehe ich mir noch schnell schnappen. Denn der liegt da noch irgendwo und dann können wir eigentlich in den langen Weg zurücklatschen, oder? Ich meine, das ist egal. Der Darkbeast ist näher dran, die Kirche ist auch nah dran. Eigentlich vollkommen egal, wo wir langlatschen. So, you are dead, man! Didi, bidi, bip. Budu, budu, bup. Na, ist was anderes. Okay, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, jetzt ein Werwolf! Es war ein Werwolf, jetzt ist er tot. Er legt uns zu Füßen und schaut uns an und sagt, hey, ich bin ein toter Werwolf, aber ich bin ein glücklicher. So. Hier fand ich mich jetzt gar nicht. Gibt's uns eh nur 800 Seelen. Oder Blutechos, das kann noch fehlen, ne? Ich weiß nicht, wie lange ich das Spiel schon spiele, aber ich sage immer noch Seelen. Und ich weiß nicht warum. Ich bin so sehr auf Dark Souls getrimmt irgendwie. So, bist du tot? Dann gib mir deine Blutfiole. Juhu! Können wir immer gut gebrauchen. So, dann laufen wir einfach mal bis zur anderen Seite. Was sagt eigentlich? Ja, ich habe schon gesehen, unser Schwert, wenn wir da das Feuerding reintun. Ich habe es wieder rausgenommen. Wir werden Feuerblutedelstein reinnehmen. Dann geht der physische Angriff weg und bekommt Feuerangriff und Arkan bekommt ein B. Hat er jetzt aber auch schon. Seht ihr mal unten. Attributsbonus B und Stärke ist auch jetzt schon besser als vorher. Ein bisschen mehr Stärke sollten wir vielleicht gehen. Und ja, ich habe mir den Falltreiber gekauft. Die Waffe von unserem Freund, dem Machine Gun Preacher. Eine Trickwaffe von der Werkstatt Ketzern. Den Pulverfässern. Von zurückgezogenen Jäger Jua bevorzugt. Der Falltreiber mit seinen eigenartig komplexen Designen jagt die Gefälle kraftvoll ins Fleisch von Feinden. Der Falltreiber ermöglicht schwere kritische Angriffe, ist aber schwer zu handhaben und lässt den Träger schutzlos. Dies sollte aber ein großes Pulverfass nicht stören. So, zurück in den Traum der Jäger und wir sehen uns dann dort oben wieder. So, ich würde sagen, wir zu langsam mal Zeit unsere Stärke. Upsala. Ja, unsere Stärke auch mal auf 20 zu bringen. 15.000 brauchen wir noch. Farewell, May. Ja, die würde ich schon gerne benutzen, bevor wir weitergehen. 15.000. Wie viel bringt mir denn das hier? So, dann sind wir bei 11.000. Okay. 13.000! Wir brauchen 15.000, ne? Na gut.
Wir nutzen halt alle. Wofür bist du gestorben hier? Welcome. What? Very well. Let me. Very well. So, Stärke 18. Da wird auch unsere Waffe ein bisschen stärker. So, den Rest benutzen wir einfach unsere. Good Hunter. Ja, ja. Unsere Waffe wieder mal zu reparieren, denn sie sind wahrscheinlich wieder kaputt. Wie viel habe ich eigentlich jetzt hier? So, 53 auf Vorrat, das sollte erst einmal reichen. Und gucken wir mal, wie wir reparieren können. Reparieren, Ludwigs Klinge. 99 Seele, natürlich nicht so viel. Mal verstärken, wir können eigentlich mal den Falltreiber verstärken, aber. So, dann sind wir ein paar los, aber den Rest behalten wir einfach mal. Wissen wir, wo wir sie farben können? Unten bei den Werwölfen. Und ich würde sagen, wir gehen mal dahin zurück, wo wir schon lange nicht mehr waren, denn. In die große Kathedrale. Quatsch. Im Kathedralenbezirk. Juhu. Ich habe vergessen, das Aussehen zu ändern unserer kleinen Freunde. Machen wir eigentlich noch. Machen wir noch. Komm, machen wir noch. So, bin doch nochmal hier. Denn ich wollte ja nochmal ganz kurz die Bandage auswerfen. Zumindest mal gucken, wie sie aussieht. Denn dafür haben wir sie ja gerade bekommen. So. Take this, my little bandage friends. Oh, ist das ekelhaft. Das lassen wir. Wie das aussieht. Dann lassen wir mal unsere blutigen Bandagen, Freunde. Habe ich bis jetzt tatsächlich noch nirgendwo gesehen. Dann können wir sie jetzt ja mal ein bisschen zeigen. So, also jetzt aber wirklich zum Kathedralenbezirk. Bis gleich. So, jetzt sind wir aber wirklich hier. Bei uns sind doch schon die Bandagenfix dran. Sehr schön. Irgendwo soll doch jetzt die nette Dame hier sein. Oh, the Hunter. Thank you. So that holy woman, you told her about this place, right? Well, she don't offer me much in the way of conversation, but still. I'd rather see her alive anyhow. Wo ist sie denn? Hallo, liebe Frau. Gelände nutzen. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Achso, der ist ja von mir. Hups. Da sitzt er. Wir ziehen mal gerade unsere Kirchenkleider wieder an. So, fällt nicht auf, dass wir uns gerade umziehen. Hallo. Oh, brave Hunter. You're alive. Natürlich. Thank you very much. Kirchenverbeugung, weiblich. The town is in disarray, but there are still people here. Together we await the help of the healing church. I cannot begin to express my gratitude to you.
The only thing that I can offer is my own lowly blood. If it would suffice. Was? Blutkur halt? Yes, of course. Come in close. Now. Take my blood. Blut von Adella. Okay. Brave Hunter, please give me a little more time. There are others in need of my blood. Du kannst dein Blut erstmal behalten. Wir ziehen wieder unser Hendrix-Klamotten an. Den haben wir ja nicht umsonst umgehauen, nicht wahr? Die Alte sieht sehr komisch aus. Wir haben ihr Blut bekommen. Wo finden wir das denn? Erneuert GP und erneuert GP für kurze Zeit weiter. Blut von Adella, einer Nonne der Heiligen Kirche. Erneuert eine gewisse Menge GP und erneuert GP für kurze Zeit weiter. Die Nonnen der Heiligen Kirchen werden als Blutgefäße ausgewählt und zu Heiligen gemacht. Die bloße Möglichkeit, mit ihrem Blut behandelt zu werden, verleiht der Heiligen Kirche und der Kommunion Legitimität. Ich will aber gar nicht ihr Blut haben. Was mit dir? Oh. Did we ever get into this mess? Was willst du? Alte Frau, du machst mir Angst. You scare me. You scare old hog. Warum habe ich das Gefühl, sollten wir sie nicht am Leben lassen? Ich kann mich das Gefühl nicht erwehren, dass diese Frau unser Untergang sein wird. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe so das Gefühl, die Alte ist ein Biest. Sind die Riesen weg? Ne, die pennen. Pennt ruhig ein wenig weiter. Und irgendwer schreit da noch rum. Ach, es ist unser Feuerman. Nix Feuer. Okay, Quecksilberkugeln sind natürlich voll. Da kamen wir gerade her. Unsere Quecksilberkugeln sind halt immer noch randvoll. Du hast eigentlich nichts mehr zu bewachen, ne? Du könntest mal Kiesel fahren lassen. So, bevor du überhaupt erst auf die Idee kommst, mich anzugreifen, alter Kerl, hau ich dich lieber mal tot. So, wir müssen, glaube ich, zu dieser Tür nochmal finden, die verschlossen war. Ich weiß so gerade gar nicht, wo die war. Ich muss da ganz offen zugeben, ich habe keine Ahnung, wo das war. Oh, thank goodness. You're a hunter, right? Yeah. Might you know of a safe place? The night is long, and I've very little of the incense left. Please, there must be some nice place to run off to. There is, though. Oh, thank you, darling. Maybe I'll see you there. Na, du scheinst mir doch eine nette Frau zu sein. Oh, thank you, darling. Maybe I'll see you there. Aber sicher doch, Schätzchen, aber sicher doch. Ist natürlich hier die Frage, wo war das? Da kommt noch einer. Es ist dämlich geworden. Ist
Please help her. Lass mich rein, dann helfe ich dir. Help me. Please help her. Ich würde dir helfen, dann musst du mich aber reinlassen, alter Mann. Da ist das Fuck my Vieh! Muss ich doch echt eine Blutfiole benutzen, wie wir? So, die Kerle da oben kannst du da ruhig vergammeln, bis es vorbei ist. Help me, help me! Wie kann ich dir denn helfen? Muss ich doch irgendwie helfen können. Wie ist das Biest denn da reingekommen? Da kommen wir bestimmt auch irgendwie rein, wenn das Biest reinkommt. Help me! Please help me! Ein armer Kerl wird umgebracht und wir können ihm nicht helfen. Das gefällt mir ja so gar nicht, ne? This is not what I wanted. Never and ever. Krä, 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 krä. Ach, jetzt kommen wir da oben raus, ne? Oben bei der heiligen Kathedrale. Aber wir haben eine nette Frau und scheint jetzt ja gut, wir schauen, ob sie wirklich nett ist, aber unser Zuflucht scheint jetzt eine weitere Person angekommen zu sein. Stirbhund. So. Ist sie denn schon direkt da, oder? Ah, wir sind jetzt hier, ne? Sei mal ruhig hier, alter Mann. So, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Dann mal einmal kurz in die Kirche. Und gucken, ob sie da ist, aber sieht nicht so aus, ne? Die ist noch nicht da. Da müssen wir mal ganz kurz. Ich glaube, das Spiel resetten, oder? Wir kommen einfach nochmal hier hin. Komm, wir kommen einfach nochmal hier hin. Wir sehen uns gleich hier wieder. Ist er da und da sitzt tatsächlich eine junge Dame hier. Hallo. Oh, hello, dear. You weren't lying. This is a safe place. Thank you. I'm in your debt. Knix, sehr schön. I'd like to tender my thanks, but I haven't much to offer. All I can give is my blood. But would you even take a horse blood? Ja, komm, gib mal her. Ah, okay. Oh, you.
I'm sorry. I'm afraid I can't help you. Unless you've had a change of heart. Moment, oder nicht? Change your mind, you know where I'll be. Ich habe schon Blut. Es tut mir leid, deines kann ich gerade nicht nehmen. So, jetzt ist natürlich immer noch die Frage, wo zum Henker war die Tür? Die Tür unserer Lenden, ja nicht ganz, die Tür aber unserer Träume. Irgendwo war sie. Ach, hallo, Schlafmütze. Und irgendwo müssen sie ja wiederfinden. Ich weiß nur gerade aus dem Kopf, ehrlich gesagt, nicht, wo sie war. Die Tür mit dem Passwort. Volle Attacke hier. Nur eines weiß ich, dort war sie nicht. Das ist doch, dass du eine hast. Da liegen wahrscheinlich wieder Quecksilber-Patronen rum. Die haben wir ja total voll im Inventar. War das von hier oben? Da, wo natürlich der Dicke jetzt überwacht. Hier runter. Ach, guck mal, Alfred, du hier. Nein, ich habe dich ja lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Oh, good to see you safe. Now, let's think up something to discuss. Just tell me what piques your interest. Wir können über ganz viele Sachen sprechen. As you know, the Healing Church is the fountainhead of blood healing. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution. But I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral. And that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing, and the church is willing, you should pay them a visit. Das ist die Frage, wie kommen wir denn da hoch? Bergenworth is an old place of learning. And the tomb of the gods, carved out below Yharnam, should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Bergenworth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this sense, everything sacred in Yharnam can be traced back to Bergenworth. But today, the college lies deep within a tangled wood, abandoned and decrepit. And furthermore, the Healing Church has declared Bergenworth forbidden ground. It's unclear how many of its scholars remain alive, but only they know the password that allows passage through the gate. Okay. Naja, die Vikarin hat uns ja angegriffen, also von dir werden wir das heilende Mittel nicht bekommen. Ah, there's something I want to tell you. A bit of wisdom from the eminent master Lugarius. Once, a scholar betrayed his fellows at Bergenworth and brought forbidden blood back with him to Canehurst Castle. It was there that the first of the inhuman Vilebloods was born. The Vilebloods are fiendish creatures who threaten the purity of the church's blood healing. The ruler of the Vilebloods is still alive today. And so, to honor my master's wishes, I search for the path to Canehurst Castle. Okay, ich werde ihn vielleicht finden. I bid you farewell. It has been a pleasure. May the good blood guide your way. Dankeschön, aber guck mal, da hinten fällt mir gerade erst auf. Was zum Henker sind das wie Wurzeln da hinten, die das Gebäude da zerstört haben? Bin ich immer gespannt, was uns da erwartet, falls wir überhaupt da hinkommen. Das ist natürlich auch eine andere Frage. Aber ansonsten sind wir hier anscheinend richtig, wenn ich mich richtig entsinne, war hier nämlich die Tür mit dem Passwort. Und das sollten wir durch die kleine Zwischensequenz hier erhalten haben. Und da bin ich mal gespannt, wo wir hier runterkommen. Hier hört man den Typ schlagen, ne? The password. Achtung vor dem alten Blut!
Du bist ein Skelett. Bereits tot. Bist du der Verrückten? Okay, you're a crazy bitch. Und die sind auch noch Leichen drin? Das heißt, wir haben die ganze Zeit mit der Leiche gesprochen. Und die Leiche macht uns auf. Wie zum Eck geht das? Wie geht das? Fällt denn weiter, nö, ne? Wir haben doch gerade den Typen klopfen gehört, ne? Dass der, die Tür, wo der eine versteckt ist, aber. Und das sieht aus wie ein Wald. Ein alter, verlassener Wald. Okay, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Aber hier sind auch wieder Grabsteine, ne? Aber das ist jetzt alles grün. Ein Farbwechsel. Der tut mal gut, würde ich sagen. Der verbotene Wald. Mit. Schau dich das mal an da. Dort liegt ein Gegenstand. Windmühlen. Das erinnert mich ja jetzt direkt mal an Dark Souls, wollte ich schon sagen. An Dark Souls 2. In unserem kleinen Tal. Wenn ihr euch erinnert, da gab es ja auch dieses Erntetal. Da waren ja auch jede Menge kaputte, alte Windmühlen. Und da hätten es die Stadt oder was? Wie sind wir jetzt so weit da weggekommen? Übrigens müsste ja auch Stadt sein, aber die sehen wir ja nicht, ne? Sind wir die irgendwo? Da, Stadt. Hinten, Stadt. Hier, Wald. Viel Wald. Okay, da unten sollten wir nicht runterfallen. Das sieht so aus, als wäre das unser Tod. Aber da stehen noch ein paar Bäumchen. Und Kerle mit einer Fackel. Ich glaube, ist das ein Jäger? Ne, es ist wieder so ein normaler Typ. Und Vogelscheuchen. Und da liegt eine Leiche versteckt. Die habe ich gesehen. Hallo Spieler. Und ein Biest. Ein kleines, böses Biest. Wir könnten uns eigentlich auch mal so ein zweites Schwert basteln und daraus ein Feuerschwert machen, aber... Ich wusste, du kommst zuerst. Manchmal ist unsere Attacke. Stop it, my friend. Hier brennt irgendwas, ich weiß noch nicht was. Kiesel, Kiesel. Du mein Kiesel. Da unten ist eine Laterne. Wir gehen die mal gerade anzünden, würde ich sagen. Und dann gehen wir nochmal ein Stückchen zurück. Let up the fire! Und hier geht's auch noch lang. Und da liegt natürlich was. Gegengift! Ah, sag bloß, hier ist irgendwas, was mich vergiften kann. Da habe ich jetzt aber gar keine Lust drauf. Kommen wir da eigentlich rein? Von der anderen Seite. Ich kann mir vorstellen, das ist wieder eine Abkürzung oder sowas. Von dem her. Lass es eine Abkürzung sein. Wir gehen jetzt wieder nach oben. Nach oben. Das gleiche. Und ich habe aus Versehen die R2-Taste gedrückt. Das wollte ich nicht. Aber es ist echt mal erfrischend, ein anderes Gebiet zu sehen, oder, Leute? Ach, ein Executioner. Zack! 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 So, Drecksack. Kenner's Castle. So, so. Und die liegen einfach nur ein paar Leichen rum. Na gut, nehme ich natürlich auch gerne mit. Wissen der Verrückten. Jo. Wissen der Verrückten. Jo. So.
So, dann setzen wir doch mal. Wo war die Abzweigung? Weiter unten, ne? Gucken wir mal, ob wir heute neugierig machen können. Hier. So. Da haben sie schon gemerkt, hier gibt es einen Kampf. Also, gucken wir mal hier. Traurig, wundersam, nichts außer hier. Himmel und Kosmos ist eins. Lass uns diese Straße säubern. Dann Blutedelstein. Okay. Riecht nach. Ist das sowas wie Geheimnis? Nö. Doch da, Geheimnis. Zack. Man muss halt den Weg folgen, man muss beide lesen, aber dann ist das durchaus ein Weg wert. So, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Bloodborne. Und bis zum nächsten Mal hier im verbotenen Wald, wenn wir ein bisschen weiter auf die Lauer gehen. Ciao, ciao.